Wir möchten euch heute das Spiel Die flinke Post näher bringen. Und zwar fangen wir damit an, die Klasse in 4 Gruppen zu unterteilen. Danach erhält jede der Gruppen die Zahlen von 1 bis 15 auf sogenannten Briefen. In der Klasse werden 15 Postkästen, in unserem Fall Hula-Hoop-Reifen, verteilt. Die sind auch mit den Zahlen von 1 bis 15 durchnummeriert. Es gibt allerdings auch leere Briefkästen. Die Kinder müssen dann die Zahlen, die sie auf ihren Briefen haben, mit den jeweiligen Briefkästen verbinden. Das heißt, wenn sie jetzt die 1 haben, laufen sie zum Briefkasten, der auch eine 1 hat, drehen dann das Kärtchen um und da ist dann eine Rechnung drauf. Die Kinder müssen die Rechnung sich merken, zurück zum Platz laufen und dort das Ergebnis notieren. Das Team, das als erstes alle Ergebnisse gesammelt hat, hat gewonnen. Davon kann man natürlich auch einige Variationen spielen. Es muss natürlich keine mathematische Rechnung hinten drauf sein. Man könnte das auch zum Vokabelüben benutzen. Hauptsächlich geht es darum, die Kinder etwas zu energetisieren, damit sie sich etwas bewegen. Wir wollen euch jetzt noch kurz zeigen, wie das Spiel aussehen kann. Wir haben zwar keine 4 Teams, aber 2 Freiwillige. Auf die Plätze. Fertig. Los. Viel Spaß beim Ausprobieren!